Willkommen zu den allerbesten Geisterjäger auf ganz YouTube mit dabei, meine wunderschöne Assistentin, die Frau Gnu. Freut mich! Ja, schön. Gott sei Dank habe ich die Gasmaske von dem Kind, das wir in der letzten Folge gefangen haben. Ja, ich würde aber nochmal korrigieren. Ich glaube, da ich in der letzten Folge den Geist gefangen habe, bist du heute der Assistent. Unter Regie meiner Anweisung. Das muss man fairerweise sagen, ja. Ich war das Mastermind, du warst einfach nur der hysterische Geist aus dem Off. Nein, ich habe gesagt, jetzt bitte das Räucherstäbchen in die Öffnung einführen. Dann die Kugel auf das kleine Kind werfen. Das Werk ist vollbracht. Gut gemacht. Jedenfalls, Leute, schaut auf jeden Fall die letzten Folgen an. Die waren episch. Spieß mega geil. Und ich glaube, von der letzten Aussage von Kies, dass das ein Phasmo-Killer sein könnte, muss ich langsam zustimmen. Also, wenn die dranbleiben, könnte es echt eine Konkurrenz sein. Aber es sieht auch richtig schön catchy aus, finde ich. Und vor allem, wenn sie noch an weiteren Jumpscares arbeiten und sogar noch die Stimme mit reinpacken, dann wird es echt gruselig. Es ist einfach, ich muss aufhören, Knu anzustarren. Knu, jetzt, ich finde, wir sollten irgendwie jetzt einen Aufruf starten, BH für Knu. Hashtag BH für Knu. Dankeschön. Nö, ich möchte aber auch gerne eine weibliche Charaktere, die auch keine, nicht so einen großen Vorbau hat. Es gibt ja verschiedene Frauen. Ich weiß, das siehst du anders, aber... Nein, wieso sehe ich das anders? Ich bin der absolute Ultrafeminist. Das hat nichts mit Feminismus zu tun, damit relate ich einfach mehr, Mann. Nein, ich will einfach, also von mir aus kannst du viel tragen, wie du willst. Ich bin für so einen richtig schönen dicken Wollpulli. Nee, das meine ich nicht mal. Einfach, dass eine Frau auch mit einem kleinen Bubs sieht. Oh Gott. Oh, hier ist irgendein Wert gewesen. Eben ganz kurz, ein paar Prozente. Genau, übrigens machen wir heute die Schulmap, by the way. Just saying. Bis wir die Geister gefangen haben. Wir spielen das jetzt so lange, bis wir die Schulmap geschafft haben. Ja, let's go. Wird eben ganz kurz Partikel in der Luft, Kotpartikel. Geil. Der Geist hat feucht gefurzt und das hängt dann hier so in der Luft. Ja, aber das ist es eben. Okay, geht's raus. Sie ähnelt schon sehr. Der Phasmo-Shooter, ich glaube, sie ist kleiner, oder? Sie ist nicht so riesig. Alle Karten sind kleiner und das finde ich richtig gut, weil ich finde diese großen Karten bei Phasmo ultra nervig. Ja, überhaupt gar keinen Spaß. Das, die spielt man ja auch nie. Und ich finde es auch geiler, dass es hier so dynamischer ist. Weißt du, der Geist ist überall. Klar, das ist jetzt noch Early Access und die wissen noch nicht alles genau und perfekt. Aber ich finde, das ist jetzt schon für mich persönlich ein bisschen catchiger. Ja, auf jeden Fall. Und was ich bei Phasmo halt echt vermisse, dass sie quasi keine Jumpscares mehr drin haben. Ja, das finde ich auch. Also so gerade das von hinten greifen kommt ja dann nur, wenn du wirklich dann der Geist dich hat. Oder ich finde auch gerade so Sachen, dass der Geist im Spiegel ist oder so diese Sachen. Ja, so ein bisschen. Oder dass du auch wirklich Rituale machen kannst, Bloody Mary und sowas, sowas wäre halt echt geil. Aber Phasmo hat halt einen ganz anderen Ansatz, die wollen nämlich eine Simulation werden. Eine seriöse, ernstzunehmende Simulation. Weil Geisterjagen ist ja kein Spiel, das ist ja knallharte Realität. Ne? Das ist, ist ja so. Wow! Durch das Licht anschalten, ne? Das sind auch noch so Sachen, die noch nicht so wirklich balanced sind, ne? Sowas darf erst dann getriggert werden, wenn du den Geist ermittelt hast. Ja. Aber ich denke, das wird kommen. Ja. Also, ich glaube, das lag jetzt daran, weil du halt... Das kostet 10er, das ist auch super fair, finde ich. Ich glaube, das lag daran, weil du das Licht angemacht hast, ne? Eine gewisse Anzahl an Licht macht den wahrscheinlich schwach. Ja, wir haben wahrscheinlich irgendeine Challenge wieder, wo wir 5-mal Licht anmachen müssen. Okay. Hab auch noch nichts ausgeschlagen. Das hört man ja auch wenn man die Geräte nicht in der Hand hat. Das finde ich sehr gut. Aber... Oh, wow. Okay. Miss Finster. Miss Finster. Oh, hier ist ein Spiegel. Ah, der könnte nützlich sein. Dann klupfst du mal rein. So, was gebe ich dafür auf? Taschenlampe. Die Taschenlampe. Ich habe ja eine dabei. Dann bleibe ich einfach da. Hier auf dem Tisch. Ich seh den nicht. Was? Hab ich den Spiegelbug. Okay, dann Heb ihn mal auf. Pass die Taschenlampe mal dahin und heb ihn mal auf. Ja. Ja, bei mir hast du nicht mehr in der Hand. Okay. Werf ihn jetzt nochmal hin auf den Tisch. Der läuft gerade die... Moment. Hier vor deinen Füßen? Ja. Kann ich einsammeln. Okay. Bei mir existiert der Spiegel nicht. Der läuft hier gerade... Wow, was ist hier los? Er hat mich! Oh nein. Wow! Ich wollte gerade sagen, der kommt gerade auf uns zu. Uncool. Oh mein Gott, er zieht mich in die Besenkammer. Da macht mit mir den Boris Becker. Damen drauf. Der will halt schnell Ergebnisse. Okay, ich sehe noch nichts. Hat er dich losgelassen? Ja, und ich kann hier gerade Partikelwerte messen. Aber warum sieht man im Spiegel immer nur ab und zu was?
Ja, der hat Cooldown, sonst wäre er, glaube ich, auch zu OP. Der ist eh noch im Moment eh zu OP. Ja, ich sehe es gerade, dass es dunkel ist unten. Da ist wahrscheinlich ich habe Partikelwert 100 bis 500. Ah, okay. Das sehe ich nämlich auch rumfliegen. Oh, ich habe Minustemperaturen. Partikelwert 100 bis 500, ne? Ja. Und, warte, ich gehe erstmal raus, aber ich habe auch Thermometer. Okay, Thermometer. Weißt du schon, wie viel? Ja, Moment, das ist minus 5 bis plus 5 gewesen, glaube ich. Ja. Okay. Ich gucke nochmal in den Spiegel. Sehe nichts. Ah, doch, jetzt. Artikel 100 bis 500. Das könnte ein Poltergeist, ein Dunkel sein oder ein Yang-Chi. Es ist mega dunkel. Oh, der kommt zu mir. Oh, fuck, nein! Shit, der hat mich. Wie sah er denn aus? Bist du tot? Ich hab ihn nicht gesehen. Nee, ich leb noch. Wieder hat mich nur gezogen. Wo ist er denn? Weißt du, wo er ist? Ich hab den Spiegel leider oben fallen lassen. Er hat mich in die Sporthalle geschleppt. Und er kam aus der Dunkelheit. Ich habe auch nichts gesehen. Der kam, glaube ich, von hinten. Hier liegt übrigens auch der verfluchte Gegenstand. Nimm mit. Was gebe ich dafür auf? Ich hau jetzt mal das hier hin. Jetzt nicht Platz, wenn du den Spiegel nicht mehr hast. Den Spiegel, der ist oben. Ich habe hier Spermaflecken. Das ist ein Dunkel. Okay, warte mal. Das sind Blutflecken. Ich versuche. Das hier, was sieht nach. Wo soll ich denn den Gegenstand hinpacken? Vor die Tür? Wieder vor die Haustür, oder? Ja. Wir machen wieder das mit der Haustür. Ich glaube, das ist die beste Taktik. Okay, ich finde aber gerade den Ausgang nicht unangenehm. Der klopft keine hier Ahnung. Irgendwo dran. Ich habe keine Ahnung, wo die Sporthalle ist. Boah, ist aber auch echt. Die ist ganz unten. Die ist unten und unten ist dunkel. Also auf jeden Fall Spermaflecken. Okay. Das heißt, wir brauchen Brett und Puppe. Ich habe beides. Ich komme hier gerade irgendwie nicht raus. Gehen wir es mal hier hin. Gott, Hilfe. Ah, hier ist wieder Licht. Warte mal, vielleicht kann ich sie hier... Oh, das sieht gut aus, oder? Nee, ich bin gerade in der Kantine. Wo bist du? Hier ist eine Kantine. Ah, hier, guck hier. Hier den verfluchten Gegenstand bitte platzieren. Hier liegt nämlich Voodoo-Puppe und Brett. Ich hole mal kurz wieder mein EMF. Hast du hingeworfen? Ja. Ey, ich sehe die nicht. Hab ich diesen Glitch. Du sollst die, hier hinten ist die Sporthalle übrigens, du sollst sie vielleicht auch gar nicht sehen. Warum nicht? Vielleicht will das Spiel auch gar nicht, dass du es siehst. Ihr sollt es aber lieber wollen, weil ich ja sowas wie der Operator hier bin. Der Operator. Okay. Oh, ich hab jetzt schon Brett. Nice. Und zwar langsames Brett. Okay. Okay, der hat jetzt. Er ist Durchschnitt vom Alter her. Dunkler so. Durchschnittstyp. Das sagt, bewegt sich. Was sagt es? Von Ecke zu Ecke, okay. Ja, langsam, nicht chaotisch. Okay, ich komm mal. So, ich glaube, ich muss auch mal was trinken. Ich habe schon wieder nichts getrunken. Das vergesse ich immer, wenn ich streame. Ja, ich auch. Genau, was haben wir jetzt alles? Ich guck nochmal wegen EMF. Da hatte ich gar nichts tatsächlich. Und ich hatte auch überhaupt nichts mit Sound. Ja, es kann auch sein, dass er keine Geräusche macht. Das ist natürlich durchaus möglich. Hast du das Brett, das liegt da noch, genau. EMF hat er auch nichts. Er ist 1 bis 2 bei einem Dunkel und bei Geräuschen. Ah! Also kann okay, ich. Dunkel kann weinen, knurren. Okay. Einen Moment, hier unten. Das muss weinen oder knurren sein. EMF kann ich wegpacken, ne? Ja, das ist 1 bis 2. Dann gehe ich nochmal rein. Den Spiegel sollte ich eigentlich holen, aber ich weiß nicht mehr, wo der war. Es kann auch kein Knurren sein. Der läuft auf jeden Fall hier die ganze Zeit die Treppen hoch. Das ist, glaube ich, hier, wo der uns auch gekillt hat dann. Guck mal, hier alle Wasserhähne im Haus öffnen, alle Kerzen anzünden. Das gibt auch richtig dick Punkte. Ich finde auch, die haben das System der Items schon clever gemacht. Weinen. Los. Weinen. Er weint, okay. Ich finde, das System der Items haben sie auch clever gemacht, weil ein Fass machst du irgendwann so viel, dass du tausende von Items hast, ne? Und
Oh, der weint aber richtig krass. Oh, ist das schrecklich. Okay, wir haben Wein. Der freut sich gerade, dass wir 1750 bisher haben. Ist dein Geist geschwächt? Mit was dann? Was atmet ihr eigentlich immer? Wer spricht denn hier? Hörst du das? Ja, aber Wein wissen wir immer noch nicht. Es könnte immer noch ruhig oder bedenklich sein. Warte, wenn er nicht auf die Voodoo-Puppe reagiert, dann wäre es bedenklich. Okay, auf die hat er... 5 Lichter, Plasma-Absorber, ja. Alle Lichter ausschalten, Silberbombe und Christusstatue. Du bist sicher, dass es dunkel ist? Ich bin mir jetzt 100% sicher, dass es dunkel ist, ja. Okay, und auf Voodoo-Puppe reagiert er scheinbar nicht. Nee, ich glaube, der ist bedenklich. Okay, also wäre das Licht einschalten, Plasma-Absorber. Lichter haben wir ja eigentlich schon gemacht, oder? Das ist halt die Frage, weil du hast ja vorhin... Ja, Lichter haben wir gemacht, Plasma-Absorber haben wir auch gemacht. Jetzt müssen wir alle Lichter ausmachen, dann die Silberbombe draufwerfen. Also ich hole mir schon mal eine Silberbombe. Okay, ich nehme mal die Christusstatue. Ja, wenn die funktioniert, die wird nämlich genauso wie das Kruzifix sein. Und die Silberbombe hole ich mir auch mal. So. Das heißt jetzt alle... Oh, der macht hier bei mir irgendwas. Das heißt jetzt Lichter aus und dann... Silberbombe, ne? Oh, er hebt die Voodoo-Puppe hoch. Oh no, echt? Ja. Okay, gut, dass wir das noch gesehen haben. Was heißt das jetzt? Er macht irgendwas. Er packt mich. Er hat mich gepackt. Okay, aber Voodoo-Puppe hat er hochgehoben. Aber ich glaube, es ändert nichts. Hat er sie hoch... Er ist ruhig. Lass mal alle Lichter... Nee, bleibt zum Glück so. Okay, es ändern die bestimmt aber auch noch. Alle Lichter müssen aus sein. Okay, es sind ja alle Lichter aus. Weiß ich nicht. Alter, war das laut. Oh mein Gott, war das laut. Holy shit. Silberbombe. Oh, sehr gut, sehr gut. Uff, Alter. Alter, war das laut. Großer Gott, der Typ. Aber es ist ein Boogeyman. Es ist jetzt statt Jesus Kruzifix. Ah, okay, dann ist schon mal die Sache anders. Gut, dass ihr es gesagt habt, Leute. Haben wir wirklich alle Lichter aus? Ich kann es nicht sagen. Ich glaube, es sind halt gerade... Ja, scheiße, ich will nicht hoch. Ja, oh, jetzt sind wieder alle an, oder? Jetzt sind wieder aus. Jetzt nochmal hoch. Ja, wir gehen nochmal zusammen. Ja, wir gehen nochmal durch. Nimm mal noch eine Silberbombe mit. Hab ich. Weil wenn er dich... Okay, wenn er dich packt, kannst du auch auf die Silberbombe draufwerfen. Okay, der ist hier. Ja. Okay. Ich glaube wirklich, dass alle Lichter aus sind, ne? Ich glaub's nicht. Ich glaube, irgendwo ist noch eins an. Hast du in der Sporthalle welche angemacht? Nee, waren eh alle aus. Hier liegt der Spiegel. Wir sind, glaube ich, aus. Ich glaube, wir sind jetzt schon beim Kruzifix, oder? Dann könnten wir... Ich habe ihn ja mit einer Silberbombe abgeworfen. Ja. Gezählt hat. Ja, ich glaube, das ist... Ah! Oh! Witzig, jetzt? Okay. Okay, irgendwie... Alles klar. So, das heißt jetzt Silberbombe, ne? Jetzt Silberbombe. Okay. Drüben war... Yes, nice. Yes. Jetzt kommt Kruzifix. Ich hol mir auch eins. Okay, geil. Sehr gut. Und Kruzifix bedeutet, was müssen wir da machen? Ja, ihn da irgendwie berühren mit, ne? Haben die Leute gemeint. Ich glaube, dass es wie mit den Räucherstäbchen ist. Da habe ich ja auch nichts gemacht. Ich glaube, das ist dann wirklich einfach in der Hand halten und hoffen, dass es funktioniert. Aber wenn wir beide schon zwei haben, dann muss es ja funktionieren. Oder, ja, aber es ist trotzdem ganz schön tricky. Oder in dem Moment einfach nochmal rechte Maustaste drücken. Ich weiß es nicht, wenn er dich greift. It's not that easy. Bestimmt geht Kies wieder drauf. Wir können es auch wieder Lichter machen, oder? Rein theoretisch. Ja, ja. Geht aber nicht mehr, oder? Doch. Gut. Einfach stehen bleiben, nichts machen, sagen die Leute. Also. Erwischt. War er eben. Ey, der ist richtig ein unheimlicher Scheiße. Echt? Hast du ihn schon gesehen? Ja, das ist so ein schwarzer, tierbesudelter Boogeyman. Hast du das Spiel Visage gespielt? Ja, ja. Durchgespielt? Ja. Viele Parts? Weil ich habe nur bei dir einen gesehen. Nö, ich habe die alle hochgeladen. Echt? Part 1, 2, 3. Ah! Wow. Hast du ihn? Nee, es wurde gerade gerettet. Diese Dinger haben uns gerettet. Ich fand aber Part 4 nicht mehr so geil. Ich fand 1 und 2 am besten. Ja, Part 4 gab es ja nicht wirklich. Ja. Es war ja eher so eine Art, hat die Puppe eben angehoben. Es war eher so eine Art, weil Part 4 hättest du in den anderen Parts zwischendrin auch teilweise schon machen können. Okay. Weißt du, es war einfach nur ein Zusatz, sage ich mal. Ja, ich fand Part 1 am besten, eigentlich.
Das war der mit Lucy? Das war der mit den Lucy und den Nee, Kiefer und diesem. ich fand den mit der Tuse geiler. Hier mit der Den Mutti. zweiten, der war auch geil. Hier mit der Mutti fand ich richtig geil. Aber 3 und 4 war Da dann schon war wieder. Oh, ja, hier, er ist hier, er ist hier, er ist hier. Das ist komisch, ich will nicht hin, ich hab Angst. Ach, ich fand die eigentlich alle ganz cool. Auch Soraka fand ich eigentlich ganz cool. Das fand ich nerviger. Oh, da ist er. Jetzt. I got the key. Hier ist ein Loch, kann man da rein? Tschüss. Ich gehe. Ist ja geil, wenn er da rauskrabbeln würde. Okay, er ist hier irgendwo. Da war er eben, ja. Jetzt ist er so passiv. Wo macht er hier so einen auf Hass? Nein! Ging nicht! Oh Junge, ich bin nein. tot. Oh Ey, warum immer nein. ich? Oh Warum immer ich? no. Ah, ich lieg da hinten. Ich habe auch den Würfel da gehabt, diesen Geisterfangwürfel. Der liegt auch irgendwo hier. Ich habe ihn, glaube Ja, ich, ich hab ihn geworfen nach hier. vorne. Warum immer ich? Dann schmeiß jetzt die Bombe weg, ne? Weil die Bombe brauchst du bringt. nicht mehr. Ne. Ja, und jetzt wirst du wieder die Lorbeeren einheimsen. Aber warte mal. Irgendwie ist es doch komisch. Muss man in dem Moment sich zu dem Geist drehen? Darf der nur von vorne grabben? Weil die hat Weiß mich. es nicht. Weil ich glaube ja, weil damals, als das mit den Lichtern funktioniert hat, mit den. Oh Gott, Hilfe, jetzt macht der Lichter aus, der Sack. Jetzt will er dich naschen. Gott, war das eklig, oh Gott. Also, letztes Mal hat nämlich die mich von vorne gegriffen und dann haben die Stäbchen funktioniert. Und das letzte Mal war es von hinten und deswegen ging es nicht, glaube ich. Ja, es sind halt noch so Sachen, die müssen einfach noch verbessert werden, verfeinert werden. Das ist alles noch so ein bisschen Da. auf Hier, friss. Glücksbasis. Friss. Boah, er ist hier Friss. oben bei mir. Nee, er ist hier unten bei mir. Hä, er war hier oben bei mir. Er Es schaut gibt mich hier an. zwei oder wie? Oh, was? Vielleicht gibt es ja einen Faker. Da. Die dumme Sau! Oh Gott, die dumme Sau! So ein Schwein! Tot? Ich hab sie hingeschmissen! Und Lebst du dann. noch? Nein, oder? Oh, Ich bei mir hab's. geht's weiter. Also im Moment bin ich noch nicht Ich raus. auch. Oh Mann. Hey. Ich hab's ihm hingeschmissen und dann hat er mich angegriffen. Oi, oi, Das heißt, der greift einen nicht an, wenn man das Kruzifix hat. oi. Ja, man darf es auf keinen Fall wegschmeißen. Ich dachte, ich muss ihn anschmeißen jetzt, weil er da so stand. Bist du wieder in der Lobby? Ja, nochmal. Ja, wir müssen es schaffen. Das kann ich so Für nicht die akzeptieren. Fans. Für die Für Fans. die Kiesis und Hat es eigentlich auf Gnulis. Twitch im Moment so einen Hype, das Spiel? Also ein bisschen Hype, dass es ein paar Leute spielen. Ich glaube, Ich finde es das immer so ist. schade, dass auf Twitch irgendwie nie so über den Tellerrand geguckt wird. Ich glaube, viele haben es nicht auf dem Schirm tatsächlich. Schade. Tatsächlich, muss ich ehrlich gestehen. Eigentlich sind wir wieder die Größten, ne, die spielen. Ich würde es auch Ja. gerne nochmal mit Simon spielen, aber der ist im Moment in Urlaub. Ja. Der Simon. Aber vielleicht nächste Woche. Der Simon. 16.000 Zuschauer hat's. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Sagt Ja. der Chat. Das geht eigentlich ganz gut. Oh. Hast du was? Ja. Es hat Beep gemacht. Ja, es hat wieder Beep gemacht. Was hast du denn? Ein EMF. Ja, aber. Ja, aber was? Gar nichts. Drei? Nee, Nee, du weißt auch, nichts. diese drei Punkte unten, sie haben was zu bedeuten, ne? Ja, aber es ist nichts. Gibt es dann? Es hat aber einfach nur kurz gepiept. Oh, okay. Es hat nur ein kleines Geräusch gemacht, mehr nicht. Aber heißt quasi One Red, Two Red, Three Red, wenn es dann quasi dreimal rot blinkt, oder? Hat es denn irgendwie in irgendeiner Gar Form nichts. geblinkt? Nee, deswegen frage ich. Ich habe das bis jetzt noch gar nicht gesehen, dass da irgendwas passiert. Was heißt das? Nix. Unangenehm. Auch nicht. Aber das war eine Eins. Es ist eine 1 wie gerade, aber es hat, als ich drauf geschaut habe, sich auch nicht verändert. Oh, jetzt auch wieder. Es macht ja Bweep. Das bin ja ich, ne? Du, ja. Ja, schlägt Moment, leicht ich habe hier einen aus. Wert. Fünf. Ja, wie hat's ausgeschlagen? Auf eine Zwei Also, oder nö, was? es ist eine 1, aber das wackelt so ein bisschen, dieses Das ist vielleicht eine Thermometer. Eins. Vielleicht ist Also, dann auch es ist nur eine wahrscheinlich echt Eins. einfach mal nur eine 1. Das kann gut sein. Noch hier irgendwie eine. Hier, ich habe wieder Partikelwerte. Irgendwie hier so zwischen.
Wir irgendwo Licht. Temperatur verändert sich ja gar nicht gerade. Wird sich der Partikelwert? Gar Wandert nichts. Der denn hin? Ich hätte gerne Licht, verdammt. Ja, auch, ist super dunkel hier. Find nichts. In der Sporthalle gibt es irgendwie kein Licht. Ja, das müssen sie halt lösen, dass die Taschenlampe irgendwie auf T gehalten werden kann. Meinetwegen kann ja die Taschenlampe einen Slot wegnehmen, dass du was verlierst, wenn du sie mitnimmst. Aber ist halt echt doof. Bist du das hier, oder dass sie an- und ausschaltet? Ich bin immer an- und ausgeschalten, ja. Oh. Aber im Moment habe ich auch keine Partikelwerte, gar nichts. Ah! Wow! Oh mein Gott! Dann haben wir wieder die Lichteraufgabe schon erledigt. Und dass er geschwächt ist, gefällt. Okay, lass mal weiter gucken sonst. Halt wiederholen, wäre geil. Mal wieder losziehen. Wahrscheinlich ist der Spiegel wieder irgendwo oben. Ja, ich glaube auch. Wow, Alter. Ich finde es aber komisch, dass manche den nicht sehen. Das müssen sie halt echt noch fixen. Ja, explodieren gerade alle Glühbirnen weg. Ist nicht gut. Okay. Die ging mal wieder, Gott sei Dank. Ja, die müssen einfach noch mehr Horror reinballern, paar Bugs beheben, dann wird das schon was. Hast du das so sehr? Aber ich fand. Oh, hier, ich habe einen Spiegel. Geil. Wo ist er? Kann ich im Moment. Bei mir. Wo bist du? Oben oder unten? Oben, oben, oben. Warte, ich komme. Oh mein Gott, der holt mich. Nein. Also, ich bin noch am Leben, aber. Oh nein. Oh! Let's get the party started! Einfach mal einen Kick-Hat Club reingenommen. Ich bin ganz unten. Der zieht oh, ich hab jetzt drei. Ich hab jetzt hier drei. Ja, Sporthalle. Okay, ich hab drei. Alter, war das fies. Das war ein richtig wilder, wilder Ritt. Also chillt er hier rum, ne? Ja. Hat er nicht das, oh was Gott, zu bedeuten? Wenn du in den Spiegel guckst, dann siehst du einfach, wie er dir hinterherläuft. Das ist richtig ekelhaft. Ich hab den Wert. Ich hab den Wert von der Temperatur gleich gemessen. Okay. Ja. Weißt du, wo er ist? Kommt der nochmal hoch? Er ist in der Sporthalle. Ich renne jetzt erstmal raus. Okay. Aber ich hab zwei Ergebnisse. What? Er holt mich wieder. Ich bin schon draußen gewesen. Alter, die Sau. Das gibt's ja nicht. Ey, der lässt mich nicht in Ruhe, du. Ich komm mal mit. Ich komm mal mit. Okay, es ist auf jeden Fall zwei. Zwei, drei hatten wir eh schon. Wie kommen wir hier raus? Leuchte mal bitte. Ach so. Sollen wir nicht vielleicht kurz noch deine Lampe holen? Lass mal rausgehen. Der rennt nämlich gerade uns hinterher. Der ist richtig auf Hand. Okay. Aufgepupst auf die Lampe. Ich will nur noch hier raus. Alter, schon wieder. Er holt mich schon wieder. Das gibt's doch nicht. Der will mich kalt machen. Hä, aber warum? Der ist persönlich, ich weiß es nicht. Der hat's ja voll auf dich abgesehen, holy shit. Ja, der ist richtig gierig. Wo bist du jetzt hingezogen worden, links oder rechts? Nach oben. Aber wohin? In die Bücherei. Alter, der ist so gierig. Will mich so hart tot sehen. Hier. Ja. Lass uns schnell abhauen. Renn. Ich kann nicht schneller. Ja, wegen den riesen Bubis. Die behindern. Ja, die scheinen mich aber zu schützen. Was auch irgendwie verdächtig ist. Ich meine, du bist doch viel. Naja, vielleicht für den Geist nicht. Na, vielleicht nicht. Ich meine, ja, ich kann es verstehen, dass er mich anfassen will. Ich kann das schon nachvollziehen. Who knows? So. Oh, jetzt hole ich erstmal Schutzzeug rein. Ist mir alles ja, ein auf jeden bisschen Fall zu wild. Ist, dann sehen wir den wenigsten. Das ist ja voll anstrengend so. Und haben wir schon. Auch noch das Toy finden. Das würde uns noch einiges erleichtern. Oh nein, er hat mich! Ciao. Nein, ich hab. Ich bin schon weg. Ich muss beim Stream noch mal ganz kurz sagen, dass im Moment alles down ist bei Streamlabs. Meine Schuld. Och, wie erleichtert sie aufatmet, das wäre es irgendwas Tolles.
Wenigstens eine Taschenlampe. Ich musste mich da durch die Finsternis schlagen. Ja, deine Taschenlampe chillt hier. Holy shit. So, Moment, jetzt gehe ich mal raus und gebe mal die ganzen Werte ein. Also, Thermometer ist plus 10 bis plus 30. Okay. Wahrscheinlich ein Kind. Und der Partikelwert war, ja, war 100 bis 500. Das ist anscheinend ein Okay. Kind. Unerzogenes Kind. Würdest du 3, ne? Ja. Das ist ein Kind. Fußspuren haben Kinder hier auch noch. Diese Schätzchenspuren, die süßen Kleinen. Wie habe ich es geschafft, hier rauszukommen? Ich weiß es nicht. So, also ist es ein Kind und jetzt müssen wir noch gucken, hast du schon Reacherboard und alles? Okay. Brauchen wir da noch irgendwie den Noise Generator oder so? Ja, ne? Ja, potenziell Okay. ja. Geweint hat es noch nicht. Der Wert war 500 bis 1000, echt? Oh ja, stimmt. Und den Er Kack. ändert aber nichts, trotzdem Kind, aber ja, Okay. 500 bis 1000 ist der Wert. Der Chat, der passt hier auf. Aber wirklich, tausend Die sind Augen. da involviert. Und heulen haben wir auch noch nicht. Das hört man dann wirklich ganz deutlich. Wow, da war sie. Eine Rotzgör. Ist auch wirklich ein Kind? Schon. Oh, ist die Wurlpuppe gerade hochgeflogen? Nee. Brett angestoßen? Nee, ich dachte, die Wurlpuppe fliegt. Ah, es weint. Okay, auch noch Kinderwein. Geil. Ja, aber das reicht immer noch nicht. Ich muss in ihr Toy. Das ist Geht irgendwie. gerade die Treppe hoch Das anscheinend. ist irgendwie traurig. Der trösten kannst du adoptieren, wenn du willst. Ich habe schon ein paar Gnullis adoptiert. Also Silberbombe hilft, wenn die dich wegtragen wollen. Nee, oder? Doch schon. Kannst du voll eine Silberbombe in die Fresse treten. Geil. Okay, ich habe gar keine Fußspuren. Ja, und Voodoo und alles macht sie auch noch nix. Irgendwo im Dunkeln. Vorsicht, ich weiß nicht, wie oft ihr darf ihr ihn eigentlich entführen. Das ist komplett Wow, random, wow, oder? Kann es sein? was? Oh nein. Warum? Das ist komplett Du random, oder? Göre. Ich glaube, töten tut die uns dann erst, wenn wir ermittelt haben, wer sie ist und das Ritual anfangen, gell? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber sie hat mich wieder hart verschleppt, wieder in die Bücherei. Ah, Fußspuren habe ich keine, die hätte ich. Oh. Okay, ich glaube, ich bin tot. Obwohl? Na, ich Weiß glaube, es die will nicht. gerade mich. Oh Gott, oh Gott. Oh Aber mein. mir flackert alles. Oh Komm schon, Gott, bitte. ganz knapp. Oh Gott, ich bin gerade ganz knapp entkommen. Keine Fußspuren, die Temperatur scheint wirklich das zu sein, was ich gesagt habe. Oh Gott. Also, Voodoo-Puppe und so passiert nichts. Aber die kam jetzt auch nicht mehr oft vorbei. Mein Gott, was geht mit der ab, ey? Okay, warte mal. Also Fußspuren hat sie keine. Aber das kann dann kein Kind sein, das ergibt dann keinen Sinn. Dann ist entweder die Temperatur falsch. Wein war es auf jeden Fall. Und sie hatte halt vorhin Hat die drei. wirklich elektromagnetisch 3 Das war gehabt? drei, ja. Das war, als du in einem Raum, wo deine Lampe stand, da hatte ich drei. Ganz sicher. Und dann hatte ich nur noch zwei. Aber dann hatte ich hatte auf jeden Fall ganz lang drei. Da müssen ja irgendwo Fußspuren sein. Weil ich habe keine andere Temperatur als zwischen 10 und 30 bis jetzt gehabt. Wenn du 3 hast, dann passt Kind noch. Aber da müssen ja irgendwo Fußspuren sein. Man kann halt gar nicht richtig rein, weil die hier die ganze Zeit so aggressiv Aber ist ich hole mir und. mal einen Bewegungsdetektor. Das ist eigentlich ganz nützlich. Wo ist denn der Gibt's wieder? jetzt nichts, was wir nehmen könnten, was uns irgendwie vor der schützt, so ein bisschen? Ja, potenziell gibt es da schon Sachen. Wo ist der denn jetzt hingeflogen? Hä? Bewegungs. Denn so der 200 Eier gekostet, der ist einfach weggeglibbert. Oder siehst du hier einen liegen? Nee, nur ein Foto, wo drauf steht Darkness. Weg.
Und hier Demon, die ganzen Fotos von den Geistern. Soll ich dir nochmal einen kaufen? Hast du noch, ja, du hast eher eh viel Was Geld willst im du haben? Moment. Bewegungssensor. Brauchen wir den? Ja. Ja, der ist nützlich. Da kannst du immer sehen, in welcher Richtung sie ist. Dann kannst du auch besser Spuren von ihr. Kamera mit Bewegungssensor oder Videokamera? Bewegungssensor heißt das Ding. Ist relativ weit unten in der vorletzten Reihe. 200 kostet der. Okay, da ist er. Ah, und der ist bei mir voll weggeglitscht. Oh je. Scheiße. Hä? Ich habe ihn anscheinend in der Hand. Hä? Also. Okay. Der war verbuggt. Jetzt haben wir zwei. Egal, okay. Stell das auf. Wahrscheinlich hast du dein Item jetzt erst gesehen. Nein, nein, das war bei mir wirklich so ganz. Ja, ja, ich meine, wahrscheinlich hat es sich jetzt erst wieder reingeglitscht, dass man es sieht. Okay, laut dem Bewegungssensor. Ah, guck mal, der hat es, der bewegt es gerade. Langsam, siehst du es? Oh, 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 ja, bewegt es langsam. Ja, wir müssen jetzt gucken, ob wir irgendwo hier. So. Brauchen einen Fußabdruck. Das okay. Ist der Beweis. Von einer Ecke zur anderen war das. Also ist ein Senior. Da vorne stand sie, mach doch mal einen Abdruck, du. Da kann der Kind nicht mehr stimmen, wenn es ein Senior ist, oder? Ja, ich glaube, es ist kein Kind, es ist irgendwas anderes. Nee, es war ein Kind, ich habe sie eben gerade gesehen. Es ist ein Kind. Also ist aber auch nicht es so. Es ist 100% ein altes Kind. Aber es ist nicht so wie ein Phasmo, dass also dann die Geister einfach alle Formen haben. Dass zum Beispiel auch ein Dämon alle Arten von optischen Geistern kann. Nee, nee. Ne? Nee, nee, nee. Aber da muss es ja ein Kind, aber passt ja Senior nicht. Oder Senior? Also nicht Senior, warte, sondern Senior. Ich schau's mir nochmal an. Doch irgendwo ein Lichtschalter hier. Und wir brauchen noch Fußabdrücke, ne? Und die macht er einfach random. Oh, da bist du. Kommt mir vor erschrocken. Achtung, Achtung, der ist irgendwo drin. Mal raus. Okay. So nervig, dass da kein Licht brennt, ey. Kann ich mit der Fackel die Kerze anzünden? Hat sie schon wieder das Licht ausgemacht? Ich habe doch eben Licht angemacht. Wahrscheinlich ist sie Senior, weil sie schon lang Geist ist. Das kann sein, ja. Oh, da wieder das Brett, das bewegt sich. Aber das Verrückte ist, oh. Sie. Ja, das Brett ist ruhig. Ja, das ist definitiv ruhig. Aber die Voodoo-Puppe macht halt nix. Kind, Senior, muss ja nicht. Die Voodoo-Puppe nichts macht, dann ist es bedenklich. Wenn nicht hochgeht, dann ist es bedenklich. Dann wäre es 5 Lichter ein- ausschalten. Das Kunderspielzeug müssen wir noch finden. Hast du es irgendwo gesehen? Nee, lass es mal zusammen erkunden. Ja, ich gehe mit meiner Fackel. Ich komm Wenn sie mit. Kommt, schmeiße ich hier eine Fackel oh, in die Fräse. Hilfe, sie will mich. Jetzt zu den Schutzgeräten. Komm schon, hol mich nicht, hol mich nicht. Was? Nein, es gibt's doch nicht, ich hab sie gefackelt. Ich bin tot. Oh, Warum scheiße. Warum immer ich? Warum immer ich? Oh, kacke. Ich gehe hier immer drauf, das ist so ätzend. Aber das Blöde sie ist halt... Sie dackelt hier hinterher. Oh nein. Ah, sie zieht dich nach oben. Die schreit wie dieses scheiß Bonnie von Five Nights at Freddy's. Ja, Chica so ein bisschen, finde ich. Ja, voll. Ja, genau, dieses Also, ich glaube, wir hätten halt erst auch diesen kackverfluchten Gegenstand finden müssen. Ne? Ja, das wäre clever gewesen. Wir müssen ihn zumindest einmal verrücken. So, komm her, du Sau, ich schmeiße die in die Fresse. Und... Ja. So. Sie oh, da ist sie, sie chillt einfach vor mir. Okay, das geht also wirklich, das ist gut. Dann müssen wir künftig ganz viel Silberbomben einfach mit reinnehmen. Ich hatte eine Fackel und guck mal, eine Fackel schützt steht hier. Ich habe die Fackel auch geworfen und es hat schon mal in der Runde davor funktioniert. Hier funktioniert es nicht. Auch irgendwie okay. Affe. Ja, aber die Bomben, die wirken, das ist gut. Ja, schützt und ärgert aber auch, steht hier, die Bomben. Schützt. Ja, da musst du auch wieder mit Wohlgerüchen verwöhnen, ne? Oh, hier ist er. Ja, dann heb ihn auf und schmeiß ihn unten hin. Schützt. Oh Gott, ich hasse es. Ich will es nicht allein machen. Ja, ich kann ja nichts dafür. Die sind immer so gierig, die Kinder. Und alle Onkel Kies. Oh, das könnte jetzt sein. Oh Gott, das bitte Ding hier sag schützt sie. Nicht. Oh, scheiße. Nur das hier schützt, das andere. Dann hatte ich jetzt aber Glück. Oh Gottes Willen. Oh. Du musst den Gegenstand hier ins vorne reinwerfen.
Einfach reinwerfen. Ja. Und jetzt? So, und jetzt goldene Bombe auf sie werfen. Und dann mit wohlwollenden Gerüchen musst du sie noch verwöhnen. Oh, guck mal, sie sitzt in der Ecke und weint. Ach, wie krank. Ach, wie krank. Ja. Ach, wie krank. Die süße Maus. Also, sobald sie mich angreift, Bombe schmeißen, ne? Das wäre das Beste. Ja. Oder wenn du sie halt siehst in der Ecke, weil da kannst du schon werfen. Du musst halt, guck mal, die Laser zeigen, wo sie ist. Sie ist jetzt irgendwo da hinten. Die Laser zeigen, wo sie sich bewegt. Ah, okay. Das heißt am besten, aber wenn sie mich packt, würde es auch gehen, ne? Denke, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Kommt die auch durch Wände? Nee, oder? Da ist sie? Da rennt sie, da. Jetzt hättest du auf sie draufwerfen. Ja. Läuft gerade weg, die will nicht. Die Sau. Also ich soll auf sie schmeißen, wenn sie wieder rumsteht, ne? Nicht, wenn sie mich grabbt. Ja, wenn okay. Sie wieder rumsteht. Das ist unangenehm. Mega unangenehm, ja. Mit meinen dummen, diesen Kackgeräuschen hier und diesen ganzen Scheiß. So. Wo ist die jetzt? Chillt die da hinten irgendwo? Ah, sie rennt da rum. Der Laser zeigt jetzt sie, wo sie ist. Kommt sie. Alles hat geschützt. Wieder weg. Was hat geschützt? Ja, dieser Sauger, der schützt. Der schützt. Also, sie steht da ja scheinbar noch, oder? Ah. Kann sie gerade nicht sehen. Ah, da. Ja, da war sie am jetzt weg. Jetzt rennt sie da lang den Gang. Ich sehe sie noch, jetzt ist sie weg. Jetzt steht sie da rum. Ja, jetzt ist sie weg. Ich muss hier, glaube ich, fast entgegenkommen. Aber auch von dem Sauger weg, ja. Mann. Wenn du da stehst, wo du bist, wird dich der Sauger immer wieder retten für ihr. So ja, ja, aber ich guck, wenn die Laser sich bewegen, laufe ich erst vor. Die chillt hier irgendwo ganz lang, ne? Ah, jetzt. Irgendwo. Jetzt kommt sie. Ja! Und jetzt? Jetzt mit dem Räucherstäbchen. Okay, also das alte Spiel, jetzt Räucherstäbchen. Die guten, genau, die Wohldüfte. Aber nimm doch mal eine Notfallbombe mit. Für den Fall, falls die Räucherstäbchen nicht funktionieren. Haben so, wir Räucherstäbchen sind ja hier drin, ja, ne? Ja, neben dem Weihwasser. Und nochmal eine Silberbombe war's. Oder? Nee, eine Silberbombe hast du ja schon. Goldbombe, jetzt musst du nur noch Räucherstäbchen und dann Gespenst fangen. Aber ich habe die Silberbombe nicht, die habe ich doch irgendwo. Hier ist eine. Kannst du einfach für einen Notfall mitnehmen. Achso, okay. Liegt die dort? Nein, hier im Regal liegt eine. Ah, ich dachte, es wäre eine Goldbombe. Ist hier eine Goldbombe, die hier liegt? Dann nimm die, ist egal. Geht beides. Egal. Ja. Okay, das heißt, ich muss dann schnell switchen und okay. Aber das ist jetzt halt wieder Glückssache, ne? Ob das jetzt funktioniert oder nicht. Ist es so? Anscheinend ja. Räucherstäbchen ist jetzt wieder 50-50. Scheiße. Irgendwo da hinten in der Ecke. Weint. Losen ist. Sie hat nie ein Happy Meal bekommen. Als Kind. Als sie noch gelebt hat. Oh Gott. Also einfach nur in der Hand halten und Glück haben. Ja, anscheinend. Wie das die Buch? Quasi in die Arme laufen. Soll ich? Von. Ist. Warte mal, jetzt. Nee, sie ist irgendwo da hinten in der Ecke. Laut Sensor. Sehe sie nicht. Ich auch nicht. Oh, oh, oh. Jetzt kommt sie. Komm schon. Geronimo! Und? Ich musste die Bombe schmeißen, es hat nicht funktioniert. Hier, nimm dein Stäbchen wieder. Oh, liegt fuck, da. Fuck, fuck, ich sehe nichts mehr. Oh, oh, wo ist meine Taschenlampe? Gemacht, du, dein Stäbchen liegt da unten. Wo? Geh raus. Erstmal raus. Wo ist das Stäbchen? Ich habe meine Taschenlampe verloren. Liegt bei den Sensoren irgendwie, glaube ich, dazwischen. Da okay. Sehe ich es. Bei mir ist ja alles schwarz-weiß. Ein bisschen schwierig zu sagen. Okay. Ist sie weg? Ja, die ist weg. Aber du solltest dir eine Taschenlampe holen. Ist noch eine drin von dir? Nee, aber du kannst ja eine kaufen. Die sind, glaube ich, nicht so teuer. Oh ja, 50. Kostet ganz schön viel. Was kostet die? 50.
Ja, muss halt jetzt holen, ne? Mann. Dann schön mit dem Räucherduft rein. Aber der Räucherduft, der liegt da ja auch irgendwo Der noch liegt da drin. zwischen den Sensoren, ja. Oh Gott, jetzt habe ich auch kein, ich schmeiß auch keine Bombe mehr. So, wo liegt der? Zwischen? Zwischen den Lasern hier, da. Im Ist sie weg? Moment ist sie weg. Irgendwo da hinten soll sie sein, aber im Moment ist sie nicht da. Siehst du es? Ja, ich sehe es. Mach auch mal Licht an, weil dann fühle ich mich einfach safe. Okay. So. Komm schon. Aber wieso wackelt es jetzt so komisch bei mir? Da kommt sie die Okay. Treppe Ja. runter. Aber wenn du bei der Bombe bist, verjagt die Bombe sie wahrscheinlich wieder, oder? Hast du? Hat's funktioniert? Nee. Hä, ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Du darfst sie, glaube ich, nicht werfen. Okay. Das heißt, ich halte die jetzt einfach. Einfach halten. Lass dich fressen. Wenn es halt nicht klappt, dann wirst du gefressen. Okay. Die hängt doch irgendwie immer nur hier in dieser Ecke bei den alten Schultischen rum. Die Räucherstäbchen kann man nicht anzünden. Das ist ja das Komische. Die sind Ne, die scheinbar an. brennen quasi schon. Okay, ich bleib jetzt stehen, ne? Ah, bleib stehen. Mach einfach gar nichts. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, frontal auf mich zukommen wäre trotzdem besser. Okay. Jetzt los, sie wird dich holen. Halt mal die linke Maustaste gedrückt, nur die linke, nicht die rechte. Bringt das was? Ja. Yes! Hast du die linke Maustaste Ja, ich gedrückt habe die halt? linke Maustaste Vielleicht muss man gespammt. die gedrückt halten. Hab die gespammt. Welches ist das irgendwie? Dass es da keine Hab's. Animation gibt, aber dass man es quasi hochhält oder so. So, jetzt holen wir die Kugel. Jetzt müssen wir die kleine Sau jagen. Ja, jetzt muss die kleine Sau jagen. So, wo ist die? Pelzer schreibt mir gerade, er hat es auch und würde auch gerne mitspielen. Oh, süß. Wo ist die? Keine Ahnung, das guckt doch auf die Laser. Irgendwo da hinten in dem Kabuff drin. Okay. Da, sie kommt aus diesem Laden raus. Ja! Immer wenn ich drauf bin, dann klappt's. Yes! Nice, edel. Geil, Leute. Wir haben die Schulmap und haben es geschafft. Und der Geist ist somit gefangen. Ich würde sagen, ab heute nennst du dich Assistent. Wie gesagt, ich bin der. Guck mal, ich habe dich geguidet. Ohne meine ruhige und Lass auf vorausschauende jeden Fall einen Art Daumen nach oben wäre da das und ein Ganze nicht möglich Abo und wir gewesen. sehen Bis uns zum in den nächsten nächsten Mal. Videos. Kommt auf Twitch. Und jetzt raus.